Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. Bevor wir uns nochmal an Margarete Schreinemakers wagen werden, werden wir jetzt zuvor noch einmal so ein, zwei Orte bereisen, die ich noch auf meiner Mindmap habe. Nein, die ich auf jeden Fall mir nochmal anschauen wollte. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, kann Irina von Morn wirklich tot sein? Und ich fand diese gesamte Quest irgendwie derart Foreshadowing-mäßig aufgebaut. Vor allen Dingen auch, was der Vater am Ende sagte, so nach dem Motto, ja, ich will zu Irina zurückkehren, kann ich aber gerade nicht und ja, hoffentlich ist sie dann noch nicht tot. Da habe ich mir irgendwie so überlegt, okay, könnte der Grund, warum sie uns einfach nicht mehr angezeigt sein wird, der sein, dass sie halt tot ist? Das würde zwar nicht erklären, warum uns der Vater nicht angezeigt wird, aber es wäre trotzdem eine Möglichkeit. Und deswegen will ich jetzt mal eben an dem Ort nachschauen, wo ich sie zuletzt gesehen hatte. Auch wenn ich nicht mehr genau weiß, wo das war. Das war, glaube ich, hier nach. War sie hier? Ah, no shit. Okay, sie wurde tatsächlich umgebracht. Das ist ziemlich bitter. Und ich weiß halt noch nicht mal, ob das nicht vielleicht sogar meine Schuld ist. Weil als wir ihn getroffen haben, das erste Mal, war sie noch am Leben. Hätte man dann zurückgehen können und sagen können, ja, dein Vater ist wohlauf. Such dir mal ein Versteck. Das weiß ich halt nicht. Wenn ja, dann tut's mir echt leid. Greener. How could this be? My daughter deserved better. Fought life with me. I chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has answered. I'll find them. The foul wretches responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Irina, it will be done. Das tut mir leid. Naja, auf jeden Fall haben sie ihre Mordwaffe hier liegen gelassen, was ich schon etwas merkwürdig finde. Denn normalerweise lässt man Beweismittel ja irgendwie verschwinden. Und wie gesagt, jetzt haben sie einen ziemlich krassen Racheengel auf die Welt verholfen, sozusagen. Ja, krass. Noch echt schade. Aber naja. Wen hatten wir hier noch? Genau, Zauberin Selen. Da weiß ich auch noch nicht, was das soll überhaupt. Das nächste, was ich nochmal machen wollte, war den Dunkelgardisten, hieß er so? Ich glaube ja. Denn der ist ja auch noch offen. Wo genau war denn der? Ach, hier war das ja. Silly me! Ja, wir haben den irgendwie schon zwei, dreimal versucht und jedes Mal hatten wir ihn fast tot. Okay. Um die Uhrzeit scheint er noch nicht hier zu sein. Konnte ich bei dem Händler noch irgendwas kaufen? Trade again. Nochmal handeln, aber natürlich. Nee, der hatte, glaube ich, nichts Interessantes mehr für mich. Außer jetzt mal die Schmiedesteine, die kann man eigentlich mal mitnehmen. Ansonsten. Okay, wir müssen, glaube ich, nochmal rasten. Noch mal eine Runde rasten. Zeit vertreiben bis zum Nachteinbruch. Ich meine, der kam immer spät am Tag. Ja, da ist er nämlich. Wie dieser Penner einfach.
Warum ist der eigentlich plötzlich so schwer? I simply can't understand it. Ich hatte jetzt zweimal fast keine Probleme mit dem und bin dann irgendwie durch dumme Zufälle gestorben. Und jetzt nutzt er mich hier um. Das nervt mich schon. Vielleicht muss man da auch eher mit Zaubern rangehen. Oder man sagt halt tatsächlich eher, man macht da einen Reiterkampf draus. Boah, der geht mir gerade so auf den Piss, der Wichser. Ich hasse den echt. Oh, wir haben sein Pferd gleich down. Fällt mir gerade auf. Schade. Sein Pferd gleich down und dann hat er ein Problem. Dann wird ihn nichts mehr retten. Wichser! Ha! Geschieht dir recht! Dein zweites Arschloch! Trage es mit Würde. Aber du bist ja schon tot. Schade eigentlich. Kriegsasche, Barrikadenschild, Flegel der Dunkelkavallerie und ein paar Seelen oder Runen haben wir bekommen. Nicht schlecht. Dann wollen wir uns das mal angucken. Flegel der Dunkelkavallerie. Wo haben wir das Ding? There. Ein Flegel mit zwei zusätzlichen Schlagköpfen. Eine Waffe der Dunkelkavalleristen, die auf Grabrossen in den Kampf reiten. Äußerst effektiv, um Blutung zu verursachen. Das haben wir gemerkt. Verlangt allerdings viel Geschick von seinem Träger. Das haben wir teilweise bemerkt. Führt einen schnellen Wirbelschlag mit eurem Flegel aus. Setzt mit einem normalen oder starken Angriff nach, um den Schwung des Talents in eine Angriffsserie fließen zu lassen. Ja, der Dude hat dann mal ins Gras gebissen. Schade für ihn. Aber wir hatten ihn ja schon lange auf unserer Liste. Und jetzt endlich ist er fucking dead. So, einen Stufenaufstieg können wir machen. Weisheit brauchten wir, ne? War das Weisheit? Ich meine, wir brauchten Weisheit noch ein bisschen mehr. Zauber lernen. Wie sieht das aus? Okay, wir können noch nichts Neues zumindest machen. Hier fehlt... Oh, da fehlt noch richtig viel Weisheit. Und hier fehlt noch Glaube und Arkanenergie. Wie soll ich das denn... Ich kann doch nicht alles... Ich kann... Nein. Okay. Als nächstes sollten wir uns mal in das Startgebiet aufmachen. Denn auch da ist noch ein Reiter, den wir unbedingt besiegen wollen. Und ich frage mich, ob wir vielleicht mittlerweile stark genug für ihn sind. Eine ähnliche Sache, die ich mich ja bei Margarete Schreinemakers frage. Können wir ihn theoretisch mittlerweile besiegen? That's the question. Wie viel Schaden machen wir mit Magie? Hallo? Gar keinen Schaden, weil wir nicht treffen. Also ich würde sagen, grundsätzlich könnte der
klar gehen. Okay. Er scheint wütend zu sein. Wow! Oh fuck, okay. Nein! Oh nee! Oh, blöd gelaufen. So eine Scheiße. Okay. Aber er ist gut machbar tatsächlich. Aber gut, wenn ich überlege, dass ich ihn irgendwie in Folge 3 oder was versucht habe, dann sollte ich mich auch ja, nicht wundern, dass ich den mittlerweile halt irgendwie bekämpfen kann und dabei nicht völlig versage. Insofern, es ist keine Errungenschaft von mir, wir sind einfach viel besser, was die Stufen angeht. Aber was macht denn Magie an Schaden? Okay, Magie macht an ihnen gar keinen Schaden. Das ist mal wahrlich interessant. Man kann dem also nicht so einfach ausweichen. Ja, er hat dann plötzlich noch so neue Angriffsmoves drauf, wie den zum Beispiel. Also eine Sache, die man definitiv sagen muss, ist, dass er nicht wesentlich weniger Schaden an uns macht. Fuck. Und was ich auch interessant finde, fuck. Offensichtlich macht man seinem Pferd gar keinen Schaden. Und das war bei dem Dunkelgardisten zum Beispiel doch der Fall. Du böse Kreatur! Blöd. Yes! Fucker! Und jetzt gib mir deinen goldenen Schild. Krieg ich ihn? 3200 Erfahrungspunkte. Aber goldene Hillebarde. Hey, immerhin. Die war's doch wert. Auch wenn wir die wahrscheinlich nicht tragen können, weil es einfach so eine Waffe ist, die auch wieder 1000 Stärke braucht. Eine schwere goldene Hillebarde. Sie stammt von den Baumwächtern, einem Orden schwer bewaffneter Ritter, verursacht Heiligschaden. Diese meisterhaft gefertigte Waffe schlägt unglaublich hart zu, erfordert aber fast übermenschliche Stärke von ihrem Träger. Ist so. 30. Goldener Schwur. Dieses Talent entspringt der langen Tradition der Ritter der Hauptstadt. Hebt die Waffe, um den Erdenbaum im Kampf zu ehren und verstärkt eure Angriffskraft und Verteidigung, sowie die eurer Verbündeten in der Nähe.
Ich nehme mal an, dass wir diese Art von Ritter dann später noch hier oben wieder treffen werden, weil hier heißt es ja, oder wir waren hier irgendwie in der Hauptstadt. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass deswegen da so sein wird. So. Wir wollen einmal zum Refugium der Bestien zurück, denn wir haben immer noch eine von diesen Todesblüten. Und die wollen wir unserem Freund jetzt mal geben. Mal sehen, wie er sich erkenntlich zeigt. Hi. Todeswurzel übergeben. Njam, 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 njam. Todeswurzel aus meiner Heimat. I'm not sated. Feed me more. Death. Bestialische Schlinge. Okay. Es war jetzt keine Aufforderung, mir die um den Kopf zu legen, oder? Ich hoffe doch. Herr, goldene Saat brauchten wir jetzt ja zwei. Ich war gerade verwirrt, warum ich die nicht eingesetzt habe. Bestialische Schlinge. Glaube 10. Schleudert schnell viele scharfe Steinsplitter. Okay. Könnte cool sein. Aber so richtig wissen, tue ich das nicht. Da steht einer, der sich bewegt. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Okay. Haben wir das also auch erledigt? Ich glaube, so wahnsinnig mehr hatte ich hier eigentlich nicht vor. Wir könnten nochmal den Ritter könnten wir auch nochmal probieren, tatsächlich. Oder? Das wäre doch auch nochmal eine Möglichkeit. Vor dem Tor ist doof. Machen wir Hütte am Sturmhügel. Ja, den sollten wir auch nochmal probieren. Denn als wir den das erste Mal probiert haben, waren wir natürlich ein Lappen. Also ich bin jetzt immer noch ein Lappen. Aber es ist durchaus möglich, dass wir jetzt mittlerweile was reißen könnten. Ich meine, wir haben es ja gerade an diesem anderen Ritter hier gesehen. Ach, das war Quatsch. Stop it! Hua. Hua. Schaf will nach Hause telefonieren. So. Probieren wir unser Glück. Ich bin sehr gespannt. Ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß nicht mehr, wie stark der war. Ich glaube, der war tatsächlich so ein bisschen vergleichbar mit diesem goldenen Ritter da gerade. So, da kommt er. Wo ist er? Da. Hi, Schmelztiegelritter. Ah. Ich fürchte, er ist doch ein bisschen stärker. Der kleine Pisser ist vor allen Dingen so ein... Wie viele Schläge waren das jetzt? Du dämlicher Penner. Wie sieht's mit Magie aus? Das ist auch kein Patentrezept, ne? Vor allem nicht, wenn er sowas macht. Wow, noch ein Schlag, okay. Kann ich den parieren? Also ja, wenn ich Skill hätte. Ich hatte eigentlich das Gefühl, das hätte sitzen können, aber das saß dann doch nicht.
Okay, ich könnte versuchen, ihn immer so ein bisschen auszutricksen. Und immer, wenn er diese Angriffskette beendet hat, quasi zuzuschlagen. Lag. Ich frage mich, wie oft das klappen wird. Ja, geduckt brauche ich da nicht langlaufen. Das ist ein bisschen. Hat er sich gerade auch geduckt? Nee. What? Wieso wächst ihm ein Schwanz? Und Flügel. Das war knapp. Ja. Also, ich habe ja keine Heilung mehr und nichts. Also, ich dürfte ihn theoretisch nicht schaffen. Nee. Aber wir waren gar nicht so schlecht. Wir waren tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe ein paar Hits echt richtig dumm genommen. Und das war halt dann im Prinzip der Grund, warum wir versagt haben. Also kurz vorm, wir haben versagt, weil ich versagt habe. Ihr seid nie schuld. Ich bin es. Ich bin das Problem. Nein, aber im Ernst. Der ist machbar. Ich überlege gerade, ob ich ihn jetzt nochmal probiere oder... Ja. Ich probiere ihn noch einmal. Ich glaube, hier ist... der Weg zum Ziel tatsächlich, dass man ein bisschen seine Hits abwartet und so. Und dann sagt, okay, jetzt kann ich angreifen. Das zum Beispiel war dumm. Wir haben halt schon wieder viel zu viele Hits drin. Ja, okay. Nee, wir lassen es erstmal. Wir lassen es erstmal. Das machen wir noch nicht. Sagt er und sie haben es schon zweimal gemacht. Nein, aber den machen wir echt noch nicht fertig. Da warten wir noch ein bisschen. Wir haben ja noch Zeit. Wir sind ja noch so jung. Und Elden Ring, da haben wir noch einiges vor uns. Deswegen... können wir einfach später wiederkommen. Stattdessen. Ich muss gerade daran denken, dass das jetzt, ich weiß nicht, die wievielte Folge das hier ist, aber es ist literally irgendwie 15 oder 16 Stunden, nachdem wir den das erste Mal versucht haben und natürlich logischerweise gescheitert sind. Wenn man sich das mal vor Augen führt, ist es schon echt ein bisschen sehr brutal, was wir da versucht haben überhaupt. So, du kleiner Penis. Okay. Nein, dieser verzögerte Scheiß schon wieder. Thou art of passing
Du bist doch vollkommen gestört, Margit. Du bist doch vollkommen von Sinnen. Ich war so unaufmerksam schon wieder. Ja. Aber ohne sich große Mühe zu geben. Beziehungsweise ohne groß zu tryharden haben wir es jetzt schon. Das war schon ordentlich. Also man erkennt den Unterschied zu vorher. Alleine durch die Kräfte unseres Charakters schon. Wenn man es jetzt noch besser hinkriegen würde, wieder dieses Verzögerte in seinen Kopf zu kriegen. Ah, Mann, ich hab das wieder nicht drin. Es nervt so. Zu meiner Verteidigung, ich hatte aber auch nur ganz wenige Gegner, die das so hatten wie er. Junge! Okay, jetzt gehe ich auf Safety. Er ist tot! Der Wichser ist tot! Margarete Schreinemark, hast keine Talkshow mehr mit dir. Ich werde euch nicht vergessen, befleckte Lichterloh, brennt eure spärliche Flamme. Wieso konnte er noch reden? Obwohl wir ihn getötet haben? Was bringt uns eigentlich dieser Talismanbeutel? Och, ich bin so froh, dass dieser Penner down ist, ey. Ich bin so froh. Erhöht die Anzahl der Talismanplätze. Ach, geil. Ein kleiner handgewebter Sack, ziemlich verschlissen. Die alte Fingerleserin gibt ihn dem regierenden Fürsten oder jenen, die nach dem Thron des Fürsten streben. Erhöht die Anzahl der Talismanplätze. Als Stimme der zwei Finger leben Fingerleserinnen angeblich ewig. Eine von ihnen soll sogar der königlichen Familie als Amme gedient haben. Hier die Fingerleserinnen, die haben wir ja hier oben zum Beispiel. Da sind wir aber irgendwie noch gar nicht lang gegangen oder haben es auch nicht versucht. Wir haben die hier hinten auch irgendwo. Also da weiß ich noch nicht genau, was das im Grunde für eine Bewandtnis hat mit denen. Aber Schloss Sturmschleier heißt es, glaube ich, ne? Stünde uns nun offen, was ich natürlich mega geil finde. Und das ist natürlich auch der erste Hauptquest-Dungeon in dem Sinne, den wir beschreiten können. Erhöht Attribute, aber auch den erlittenen Schaden. Erhöht das Leben, aber nur minimal. Verbessert aufgeladene Angriffe. Verbessert den finalen Schlag von Angriffsketten, finde ich ganz gut. Ja. Alter, Margit. Das grausame Mal. Tot ist er. Und wir können unsere Reise durch Elden Ring fortsetzen.